Hallo und ja, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Ja, ich weiß, mein letztes Video ist ja eine ganze Weile her, leider, was ja einfach daran lag, dass ja Lockdown und so, wisst ihr eh alle, ne? Und ja, irgendwie war ich auch ein bisschen motivationslos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir das Ganze mit dem Lockdown und so einfach ja, ziemlich auf die Nerven geht inzwischen. Aber ja, jetzt hat wieder alles offen und es hat seit kurzem in Österreich den ersten Pepco-Markt. Und ja, ich kenne den Laden, weil ich in Tschechien drüben schon öfters mal war und der Laden ist einfach mega. Also jetzt für einen Geldbeutel ist er tödlich, weil, ja, ne? Also ich hatte mir jetzt auch vorgenommen, dass ich eigentlich nichts kaufen wollte. Im Endeffekt bin ich mit einer riesengroßen Tasche raus. Und ja, was das ist, das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Für diejenigen, die den Laden nicht kennen, man kann ihn in gewisser Weise ein bisschen mit dem Action vergleichen. Er ist wirklich sehr, sehr günstig. Hat halt hauptsächlich Kleidung, hat aber neben Kleidung halt auch noch so ein bisschen Deko und Spielsachen und Bastelzeug. Und ja, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Und zwar fangen wir mal an mit diesem coolen Teil hier. Und zwar ist das so, wie ihr seht, eine Spardose. Ja, in Einhornform. Und ja, ich habe extra die Preisschilder dran gelassen. Seht ihr, 5 Euro. Und ja, da kann man halt echt absolut nichts sagen. Und ich finde das echt einfach mega süß. Und ja, dementsprechend habe ich das auf jeden Fall mitgenommen. So. Dann einmal ein bisschen privat jetzt, aber einfach so, ja, so Boxer. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich es euch zeige oder nicht, aber im Endeffekt ist ja eh egal. Mir geht es einfach darum, dass ihr die Preise seht. Und zwar sind es halt so 2 Stück, wie ihr seht, original Snoopy und so, ne? Und jetzt schaut mal, 1,50 € pro Stück. Also hier ist immer der Stückpreis, also 3 Euro beide zusammen, da kann man halt echt absolut nichts sagen für so original und ich fand das halt echt mega goldig. Dementsprechend, ja, habe ich das auch mitgenommen. Dann haben die ganz neu eine Sportkollektion, also die haben schon länger eine Sportkollektion, aber die ursprüngliche hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen, aber die neue Kollektion finde ich einfach so der Hammer. Und zwar, ich hoffe mal, man sieht es in der Kamera, aber doch, man kann es erkennen. Ich gehe jetzt extra mal hoch. Seht ihr das? Das ist nämlich das neue Logo von der neuen Sportkollektion und da ich ja gerade eh sehr viel am Sport machen bin. Ja. Kann man das natürlich gebrauchen, ne? Das ist bei mir immer so eine Sache, weil es motiviert mich definitiv mehr, wenn ich irgendeine coole Sportgewand dann habe, wie wenn ich irgendwas anziehe. Also ja. Wahrscheinlich auch bei jedem ein bisschen anders, aber bei mir persönlich ist es halt einfach so. Und dementsprechend habe ich das mitgenommen. Ich fand das halt einfach wirklich von den Farben her einfach so cool. Und hier hinten ist auch nochmal, wie ihr seht. Und das Ganze kostet 7 Euro. Also das ist ja wirklich eh nix. Lass mal einfach mal so hier liegen. Dann habe ich mir passend dazu eine Jacke mit Laufjacke mitgenommen. Irgendwann muss ich mir noch mal die Hose holen, weil die gab es jetzt leider nicht. Und die Jacke schaut einfach so aus. Und dann haben wir halt hier an der Seite auch wieder dieses coole Holo-Muster. So, ihr seht. Und hier unten bei den Taschen dann auch noch mal. Ja. Also finde ich auf jeden Fall mega schön. Und vor allem haben wir hier bei dem Reißverschluss haben wir auch noch mal, wie ihr seht. Und ich weiß gar nicht, was die Jacke gekostet hat. Schauen wir mal. Ja, 12 Euro. Also es ist echt nichts für eine Laufjacke. Das kann ich euch sagen, weil ich habe mir vor ein paar Wochen auch eine Laufjacke gekauft. Und zwar im Decathlon, was ja eh auch günstig ist, ne? Aber da hat meine Laufjacke deutlich mehr gekostet. Also ich wäre froh gewesen, wenn ich für den Preis eine Laufjacke gekriegt hätte. Ja. Dann habe ich mitgenommen, ja, jetzt nichts so Besonderes, aber kann man immer mal wieder brauchen, vor allem wenn man Kollegen mit Hunden hat und man dann nach Hause kommt und voller Hundehaare ist. Ja, so ganz klassisch
Ihr seht, 1,30 € das ganze Paket. Also, ja. Kann man nicht viel falsch machen, ne? So, dann habe ich diese coolen Teile hier gefunden. Ich mega süß finde. Das sind einfach so wiederverschließbare Sacke. Ihr seht, 1,50 € das ganze Paket und da sind jetzt vier drin. Können wir jetzt mal kurz aufmachen. Schaut das aus, schaut das Ganze dann aus. Und das kann man dann einfach so. Sind sogar recht breit. So, aufmachen und da Sachen reintun. Das habe ich mir halt gedacht, ist halt echt praktisch gerade für, ja, für auch so Bastelzubehör oder so. Einfach so ein paar Perlen rein. Dann kann man es wieder zuschließen, sodass nichts hin und her fällt und es schaut halt auch noch super niedlich aus. Und für den Preis, ja, also im Endeffekt ärgere ich mich fast, dass ich nicht mehr von den Paketen mitgenommen habe, weil die sind eigentlich wirklich super praktisch zum Aufbewahren, ne? So. Dann habe ich mir noch eine Trinkflasche mitgenommen mit diesem super süßen Einhorn und ja, sie ist wirklich mega niedlich und die hat jetzt auch 5 € gekostet. Und was ich da auch praktisch finde, ich zeige es euch mal kurz, wenn man es so aufmacht. Ich hoffe, man erkennt, dass sie halt echt so einen praktischen Ausguss hat. Also das finde ich halt wirklich praktisch, wenn das nicht so ein Riesenloch ist, wo man sich dann halb anschüttet, wenn man es trinken will. Und ja, und so kann man es dann einfach fest verschließen, dann geht das auch nicht auf. Und ja, und wie gesagt, bei dem Einhorn kann ich ja sowieso nicht Nein sagen, ne? Das wisst ihr ja eh schon. Dann habe ich mir noch ein bisschen, ja, Bastel- oder Kindersets mitgenommen. Und zwar zum einen dieses Set hier. Ich habe es schon mal aufgemacht. So, und zwar, so, seht ihr das? Das ist im Prinzip wie so eine Art Lego-Steine. Also ihr seht, 5 € kostet das ganze Set. Und nur ist halt, dass man nicht nur wie bei den Lego-Steinen das so übereinander setzen kann, sondern man kann das Ganze nämlich auch einfach noch so nebeneinander machen. Und jetzt da noch und so, wodurch man halt richtig coole, ja, 3D-Modelle quasi machen kann. Und ja, habe ich mir gedacht, ist eigentlich was ganz Cooles für Kinder. Und das werde ich dann auf jeden Fall in einem Extra-Video zusammen mit euch mal testen, wie das genau funktioniert. Aber, ja. Und wie gesagt, da gibt es ein extra Testvideo dazu, was man da alles Cooles bauen kann und ob es für Kinder geeignet ist oder nicht. Ne? Aber das schauen wir dann in Ruhe mal an. Dann habe ich noch mal mitgenommen. So ein Set hier. Und zwar wollte ich sowas als Kind immer haben und habe es aber leider nie bekommen, weil es einfach ja, zu teuer war damals. Das ist jetzt 6 € und ja, das werde ich auf jeden Fall auch in dem Video zusammen mit euch aufmachen und testen. Und so ist es einfach wie so ein kleines, ja, Archäologie-Ausgrabungsset, würde ich mal sagen. Ihr seht, wir haben hier so verschiedene Formen, wo wir dann halt mit Pinsel, Spatel und so kleinen Hammer quasi, ja, irgendwelche Schätze entdecken können. Und mir auch gedacht, das ist eigentlich auch echt cool für Kinder. Und hier sieht man dann, was da so rauskommen soll. Also da sind dann anscheinend Perlen drin, Steinchen, so ein kleines Fossil, Saurierfossil. Da sind anscheinend auch nochmal Steinchen drin und ja. Okay, hier sind die 4 drin anscheinend. Oder hier einmal, okay. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch zusammen testen. Und jetzt wird der Abstand schon langsam gefährlich bei mir. Aber wir haben noch ein Set, was ich euch unbedingt zeigen möchte, wo ich auch nicht Nein sagen konnte. Und zwar für 5 € ist das so ein Knetset für Kinder, was ich auf jeden Fall mit euch in einem Video testen werde. Also ihr seht schon, es werden auf jeden Fall einige Testvideos in nächster Zeit kommen. Wir werden auf jeden Fall das Set testen und das Set testen. Also das heißt, es kommen nach dem Haul auf jeden Fall nochmal 3 Testvideos. Und ja, da ich mit dem Stand heute auch gesehen habe, dass uns gerade mal 14 Leute noch für
die 2000 fehlen, wird es dann natürlich auch, sobald wir die 2000 haben, ein großes Special für euch geben. Ich habe da schon einige coole Preise zusammengesucht. Und ja, aber das werdet ihr dann natürlich erst sehen oder hören, wenn wir die 2000 haben. Also von dem her seid gespannt, da kommt auf jeden Fall was Cooles für euch. Und ja, auf jeden Fall haben wir hier halt so verschiedene, ja, Knete drinne. Auch ganz, ganz coolen Farben, wie ich finde. Und natürlich zum Thema Einhorn passend. Was für mich natürlich der Grund war, weshalb ich es mitgenommen habe. Und ihr seht hier, es sind schon lauter so coole Einhornausstecher drin. Und ja, das werden wir dann auf jeden Fall mal probieren, wie man daraus dann, ja, lauter lustige Einhörner machen kann. Und hier seht ihr, sind so ein paar Vorschläge. Und ja, das werden wir auf jeden Fall schauen, ob wir auch sowas hinkriegen. Aber ja, ich denke schon, dass wir das hinkriegen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Einhornformen da alles genau drin sind. Weil man sieht ja hier schon mal so einen Kopf, ne? Wir haben hier so ein kleines springendes, aber es sind ja insgesamt 8 Formen. Das heißt, es verstecken sich noch ein paar andere Formen da drin. Und ja, da auf jeden Fall können wir uns überraschen lassen, ihr Lieben. Ja, das war's dann auch für heute. Ja. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ich werde auf jeden Fall, da der Laden jetzt bei mir in der Nähe ist, des Öfteren mal reinschauen und schauen, was es für euch Schönes gibt. Und wenn ihr Interesse habt, das Ganze mal live zu sehen, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare rein, weil dann werde ich mal vielleicht beim nächsten Mal versuchen, ob ich im Laden ein bisschen filmen kann. Ja, das kann ich euch nicht versprechen, weil ich halt schauen muss, was los ist und Verkäufer und so, aber ja, ich würde mich auf jeden Fall bemühen, wenn ihr das möchtet. Und in dem Sinn, ihr Lieben, Daumen nach oben. Würde mich natürlich wie immer freuen. Abo natürlich auch, ganz, ganz klar. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi, baba.